Moin Leute, herzlich willkommen zu Far Cry 4 FOD Challenge. Oh yeah. Und ja, Wippel ist anwesend, ist geschwächt, beziehungsweise Festung. Ja, der letzte Part sah gut aus, lief trotzdem nicht so balle. Deswegen probieren wir es nochmal. Und ich möchte als erstes möglichst, wenn es funktioniert, die Alarme ausschalten. Es ist eigentlich Alarme oder Alarme? Stimmt, Alarme. Gott verdammt, was ist denn los? Ja. So. Ich würde so gerne meine Armbrust rausholen und ihn einfach hier runter snacken. Warte mal, man kann doch. Kann man nicht. Man kann doch die Alarme zerstören, oder? Das wäre doch eine Idee. So, der geht da einfach seine Runde. Das ist sogar eine ziemlich gute Idee. Das probiere ich gleich mal mit dem Bogen oder der Armbrust. So. An deiner Stelle würde ich mich nicht mit dem Medizinmann anlegen. Er ist gefährlich, glaub mir. Sollte ich diesen gruseligen Medizinmann sehen, schieße ich erst und dann frage ich. Oh Gott. Der Hexenmann ist kein Quatsch. Ein Kumpel von mir hat gesehen, wie eine Pfeife braucht. Den Takedown. Perfekt. So. Alarm. Verdammt. Nice, es funktioniert. Herrlich. Das ist ja richtig gut. Das müssen wir eigentlich bei jedem machen. Immer die Alarme ausschießen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Ist doch perfekt. Perfekto. Sieht er das überhaupt? Nö. Na gut, das ist so ein dicker Trottel, ne? Ach, da gehen wir zu Fuß hin. Na, dann ist das ja easy. Wenn die keine Alarm rufen können. Gehen wir hier ganz entspannt hoch. Ne, da drüben ist ja auch der werte Herr Scharfschütze. Guck mal hier. Zack, alle Alarme deaktiviert. Herrlich. Bin ich hungrig. So, hier ist niemand, genau. Und hier oben ist aber einer. Das soll aber nicht unser Problem sein. So, wir wissen ja jetzt, die Hunde sind kacke. Deswegen tötet man sie ganz am Ende möglichst. So. Was ist denn hier drüben los? Da ist einer. Bin mir ziemlich sicher, dass in der Garage da auch noch Leute sind. Ah, und der Hund natürlich. Der Hund ist kacke. Ich weiß, das sage ich sehr oft, aber man kann es nicht oft genug sagen. Ja, ist mir schon klar, dass er mich ja sieht. So. Ich finde es echt schade, dass man die Tiere nicht takedownen kann. Zum Beispiel so ein Rottweiler. Einfach mal so, zack, tot. Das wäre ganz cool. Aber so müssen wir dann halt... Aua. Ah, geht sogar. Müssen wir dann halt den ein bisschen umfahren, sage ich mal. Aber gut. Wenn jetzt nochmal so ein Paar drauf geht, ist es mir egal. Tut mir leid. Aber ich probiere mich ja schon zu beeilen. Hier können wir zum Beispiel ein bisschen gehen. Hier dann wieder schleichen. Oder? Ich wollte mal schauen. Ich sehe jetzt nämlich nur noch die beiden Dicken. Den einen dünnen und den Hund. Das wäre ein bisschen wenig. Hier warte ich mal kurz, bis der Dicke sich hier rechts... bisschen verzogen hat. Da steht auch noch einer? Nee, das ist nur eine Fahne, okay. Nun gut. Okay.
Es sind nur noch die drei plus Hund. Das wäre ein bisschen sehr wenig, oder? Nein! Ach du Heilige! Da ist noch einer drin. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Das wäre auch zu wenig gewesen sonst. Für so eine ganze Festung. Vielleicht kann man ja hier in dieses Gebäude von hinten rein. Oder von oben oder so. Kann man sogar. Da ist nur ein einziger Kerl drin. Deswegen nehmen wir den mal mit. Und legen den schön in das Haus. Zwar hier hin. Da müsste den eigentlich keiner sehen. So. Sehr gut. So, Ihmchen ist natürlich noch da, der in der Mitte rumläuft die ganze Zeit. Rumläuft. Und der Dicke. Und der eine Dünne. Das heißt, mehr ist hier nicht mehr los. Es kann auch nicht mehr kommen. Aber die Dicken müssen wir natürlich schleichend töten. Okay. Das habe ich jetzt riskiert, dass er uns vielleicht sieht. Meine Idee ist jetzt halt, den Dicken hier zu töten, dass der andere Dicke, den ich sieht, wie er stirbt. Kommt natürlich gerade um die Ecke, der andere Dicke. So, sehr gut. Den Dicken müssen wir natürlich auch noch umcatchen. Jetzt kommt noch der Hund hoch, na super. Es könnte nicht besser sein. Es lief gerade so gut. Da dachte sich das Spiel, ne, so nicht. Der Dicke dreht gleich seine Runden und dann können wir ihn aufschlitzen. Weil der Typ, der dreht, guckt sowieso die ganze Zeit gegen die Wand. Ach, dieser Scheißhund. Genau, guck mal schön auf die andere Seite. So ist das fein. So ist das fein. Sehr gut. Okay, nur noch der Hund und der eine Kerl. Das heißt nur noch, der Hund ist das größte Problem hier an allem. So, jetzt ist der Kerl ein bisschen alleine. Ist der Hund beschäftigt? Das Ihmchen beschäftigt und zack. Ist nur noch der Hund da. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den Hund sowieso nicht stealthy töten können. Wie? Hallo? Hier ist noch einer. Ach stimmt, der Scharfschütze auf der anderen Seite. Das ist mir ja fast entgangen. Oh Gott. Hey, ist da jemand? Zeig dich. Hätten wir vielleicht vorher ausnocken sollen.
ist der denn? Ach, da. Hm. Okay, er ist wieder auf seinem Platz. Gut, dann können wir ja hochklettern und ihn eigentlich ausnocken. Und dann müsste die Festung unser sein. Wenn ja, dann wäre das ziemlich easy gewesen insgesamt. Gut, wir haben 20 Minuten verkackt, aber... Genau, stöhn doch noch lauter. Ist okay, und... Hell yeah! Undeckt. Warschagott. Eins von vier. Es gibt vier Festungen. Krass. Oh, herrlich. Oh, herrlich. 1750 XP. Ja, läuft. Sehr, sehr stark. So, Fähigkeiten. Gut, was gönnen wir uns? Hier brauchen wir vier. Wir haben drei. Dann würde ich sagen, sparen wir uns den einen noch. Warschagott erobert. Befreite Außenposten in dieser Region werden nicht mehr von The Plus Truppen angegriffen. Herrlich. Sehr, sehr gut. Hier nochmal eben das Plakat. Wegholen. Zack. 17 von 150. Alter Schwede. Okay. Sehr gut. So. Ja. Geh weg. Herrlich. Ja, wunderschön. So, ich würde sagen, das reicht erstmal ein bisschen fürs Nebenstory. Nebenstory, Nebenquesten. Wo ist überhaupt die nächste Mission? Hm? Where is the next mission? Beim Y? Könnte sein. Deswegen würde ich sagen, fahren wir nochmal hin. Wo haben wir denn ein Auto? Ist hier ein Auto in der Nähe? Ah ja, hier sogar. Herrlich. Wir haben sogar noch 10 Minuten Zeit, circa. Oh, ich freue mich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es wesentlich schwerer wird. Aber so ist doch entspannt. So, der goldene Pfad möchte natürlich auch was von uns. Aber der muss dann ein bisschen warten. Wir wollen erstmal zum Mr. Y. Und dann machen wir natürlich die goldene Pfad-Mission. Und dann machen wir wieder ein bisschen Nebenstory. Das ist, glaube ich, ganz gut. So zwei Hauptstories und dann eben eine Nebenstory, Nebenquest, wie auch immer man es nennen möchte. Kirk ist auch wieder am Schissel. Warum standen da gerade Nashörner rum? Okay. Ich frag lieber nicht nach. Und das Spiel ruckelt wieder ein bisschen. Ich bin enttäuscht. Na gut. Ja, jetzt hat es sich wieder gefangen. Stand der Typ da gerade einfach so rum? Mit seinem Quad? Egal. I don't question it. So, 1000 Meter noch entfernt. Na komm. Fang dich ein bisschen, Spiel. Fang dich. So, guck mal, schön bergab. Das bringt Speed. Das bringt Spaß. Hier durch die Walachei. Das bringt Speed. Das bringt Spaß. Oh, das war doof. Oder auch nicht, weil es überhaupt keinen Unterschied macht. So. Okay, da sind wir gegen den Baum gefahren. Das war vielleicht ein bisschen doof. Das Spiel ruckelt ein bisschen, ne? Mittlerweile. Wieso kriegen wir überhaupt Schaden hier? Ich meine, gut, wenn wir gegen so einen Baum fahren, ist logisch, aber... Gott. So. Wir rauchen ein bisschen. Der Kühler ist ein bisschen kaputt. Kein Problem. Wir einfach alle Warnblink leuchten. Ach, ist doch nicht so schlimm. Gehen wir einmal zum Ölwechsel und dann ist alles wieder gut. Alter. Hast du dir selbst zuzuschreiben, mein Freund? So, Mr. Y, du bist Alter, am Start. Was ist hier oben im Radio los? Da schreien sie auch nur noch rum. So, hier. Oh, rein. So, Mr. Y, wir kommen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer das war. An die Namen kann ich mich wirklich überhaupt nicht erinnern. In diesem Spiel. Oh, Paganmin kenne ich noch. Aber den Rest? Oh, guck mal, Wallride hier mit dem Auto. Herrlich. So. Oh. Und hier auch nochmal hoch. Alter, wir kommen ja ganz hoch. Nice. Das letzte Mal sind wir hier nur stecken geblieben.
Schönes Auto. Okay. Ah, hier wohnen wir doch. Ah, okay, ich weiß. Das ist unser Elternhaus, ist das. Nun gut. Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß, du nimmst Donald Lübel. Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest, wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wem der Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich zieh hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zu packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst... Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuter-Nirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es... eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Komische Leute. Die Ankunft des Beschützers. Ich würde sagen, finde den Tanker. Hojo! Tanker-Time. Wunderschön. Guckt euch die Berge an. Der Himalaya. Wunderschön. Herrlich. Und... zack. Falsche. Tötet den Kurier, wenn ihr vorbeifährt. Ach, schade. Es war ein Versuch wert. Dann laufen wir eben ein bisschen zu Fuß. Ist doch kein Problem. Wir hätten eigentlich unser Auto nehmen können. Fällt mir gerade so auf. Ähm.
Wo müssen wir überhaupt hin? Hier hinten? Da müssen wir hin. Ah, da. Okay. Ja, laufen wir eben zu Fuß hin. Bevor uns noch irgendjemand aufhalten möchte, gehen wir da doch lieber zu Fuß hin. Denn wir können uns ja auch nirgendwo hier schnell hinreisen. Von daher ist es eine ganz gute Idee. Und ich nehme die Armbrust, weil die viel cooler ist als der Bogen. Wingsuit! Da war, glaube ich, gerade ein Bär. Fallschirm? Stand da gerade keine Fahrhilfe? Finde ich witzig. Hui! Ich habe gedrückt. Ich habe sowas von gedrückt, Freunde. Friends of the Night. Hui! Schön bergab, ne? So statt nice. Verfolge uns bitte den Kurier. Das scheiße sogar der gleiche. Auch ein Wunder, dass wir uns noch nicht in den Wipfeln verhakt haben mit unseren Fallschirmen. Ah, guck mal, auf der Insel. Hoju! Noch natürlich. Keine Fahrhilfe steht da wirklich, ja. Alter, nervt mich doch mal nicht. Kleinen Nervensägen. Ist ja schlimm mit euch. Enjoy your was? Enjoy your destroy? Stand das ehrlich? Wieso? Was ist denn los mit euch? Ich will doch hier nur langlaufen. Kollegen. Ciao. Okay. Das sah komisch aus. Gut. Hier klettern wir noch eben hoch und dann würde ich sagen, beende ich den Part. Ein Momentchen, nochmal kurz hochgeklettert. Geklettert. So, hier auch nochmal. Und oben sind wir. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Part und wie immer, bye bye!